Hallo allerseits und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Mods, Folge 113. Diesmal haben wir einen seltsamen Start, denn wie ihr seht, bin ich im Pause-Bildschirm. Wir befinden uns gerade kurz nach der letzten Episode und ich habe eben den Tesseract an das ME-Netzwerk angeschlossen für unseren Laserbohrer und so, und er war gerade am Aufräumen. Und ich bin jetzt gerade in einer sehr seltsamen Situation, denn auf einmal fing hier überall alles Feuer. Ich habe keine Ahnung warum, ich weiß nicht warum und deswegen habe ich im Pausebildschirm begonnen, denn sonst würde mir hier die ganze Basis abfackeln. Aber, schon wieder eins, wie ihr seht, ploppen hier auf einmal zufällig überall Flammen auf und ich habe keine Ahnung warum, wo die herkommen. Ich werde einfach mal einen Eimer Wasser nehmen oder irgendetwas anderes, egal, Redstone, irgendwas Flüssiges, der sich hier ausbreiten soll und das Feuer etwas eindämmen. Und wir sollten dem Ganzen jetzt auf den Grund gehen, bevor uns die ganze Basis abfackelt. Ich habe einen Verdacht, was schuld sein könnte, aber trotzdem komisch. Nein. Okay. Ich dachte mir, vielleicht ist das der Reaktor, dass er irgendwie zu heiß läuft oder so. Aber das dürfte es wohl nicht sein. Aus, Feuer, aus. Vielleicht, der Laserbohrer. Dass der Laserbohrer irgendwas kaputt gemacht hätte. Warum brennt er? Es brennt ja wirklich überall. Überall. Oder ob ich schuld bin? Nein, ich habe nichts. Hier sieht auch alles gut aus. Ich habe keine Ahnung, warum hier auf einmal überall Flammen aufploppen. Das ist echt seltsam. Habe ich noch nie gehabt zuvor. Und ich fliege einfach mal hier rauf. So. Vielleicht passiert das ja wirklich nur Okay. Ich weiß warum. In meinem Inventar sehen wir Folgendes. Netherkohle-Erz, Netherzen-Erz, Flammensteinerz. Brennt alles außer Fleisch, du kannst fühlen, wie die Luft um dich verändert, wenn du es hältst. Jawohl. Das ist nämlich ein Nethererz von Raycraft, das normalerweise nur in Lava zu finden ist. Und, jawohl, ihr könnt es euch denken, rundherum alles im Brand steckt. Ich habe nicht gesehen, dass ich sowas gehabt habe. Wow. Okay, was wir machen, ist das Ding einfach nehmen und schnell in den ME-System werfen. Dann sollte das Problem... das war der... Ich habe anscheinend unabsichtlich auf den Reiseanker gerechts geklickt. Jawohl. Wusste gar nicht, dass er Einstellmöglichkeiten hat. Gut zu wissen. Aber ja, wir sollten noch schnell eventuelle Flammen löschen. Nein. Scheint, das wäre alles weg. Sehr gut. Okay, dann schalten wir den Reaktor unten wieder an und ich bin beruhigt. Ich dachte schon, irgendwas würde mir gleich hier um die Ohren fliegen, so eine Reaktorexplosion oder so etwas. Nein, Glück gehabt, es war ein Erz, das uns der Laserbohrer gegeben hat. Ja, solche Dinge passieren. Nachdem wir jetzt dieses Rätsel gelöst haben, eine offizielle, das Wort. Offizielle Begrüßung zu dieser Episode. Denn diese Episode ist das Ende. Jetzt seid ihr hoffentlich nicht zu sehr geschreckt, denn das Ende kann ja durchaus einiges bedeuten. In diesem Fall bedeutet es Folgendes. Wir suchen uns einen Mod. Komm her. OpenBlocks möchte ich haben. OpenBlocks haben wir's. OpenBlocks, und bauen uns ein goldenes Auge. Zack. Das müssen wir jetzt noch irgendwie füllen. Ich glaube mit Enderaugen. Sollte ich hier nicht irgendwo noch, jawohl, Welteroberung mit OpenBlocks, das Buch haben.
Sehen wir, ob es hier vielleicht drin steht. Wie man es füllt? Nein. Okay. Vielleicht einfach rechtsklicken oder so. Nein, das war das Normale. Jedenfalls, wir bekommen das Ende. Und das Ende bedeutet, wir gehen und machen uns auf, ein Endportal zu suchen, um in das Ende zu gelangen. Das goldene Auge von OpenBlocks ist an sich dasselbe wie ein Enderauge, das man es verwenden kann, um Festungen zu finden, beziehungsweise das Netherportal. Nur sollte es eigentlich etwas anders funktionieren. Ah, okay, man benötigt nur Enderperlen. Das war's. Man kann es nämlich, ist quasi besser. Nein, au, boah, puh. Okay, nein, das war nicht, was ich wollte. Ich habe gerade gerechtsklickt und dachte mir, er craftet mir jetzt irgendwas. Nein, wir füllen das goldene Auge mal voll. Und jetzt sollte ich es auch einfach mit Rechtsklick verwenden können. Wir wollen zum Ende. Aber vorher möchte ich einen Teleporter ranbauen. Beziehungsweise 8 Stück, glaube ich, baut er sogar davon. Und einen Teleporter. Damit wir uns beim Endportal auch wieder so einen Teleporter bauen können. Teleporter. Hey, warum craftest du mir nicht? Was fehlt dir denn? Oh, Obsidianbahn. Wie gingen die nochmal zum Craften? Ha. Obsidianbarren. Andererseits, wisst ihr was? Wir machen etwas anderes. Etwas einfacher und Anführungszeichen, einfacheres. Wir machen folgendes. Erstmal das ganze Zeug hier weggeben. Das lasse ich. Das kommt in meinen Rucksack. Das in der Auge nicht. Oder? Nein. Wir machen zwei Dinge. Folgendes. Als erstes diese Obsidianbahn, ja. Barren, wie kann man die nochmal herstellen? Schon lange her, dass wir dir das letzte Mal benötigt haben. Das war, wenn ich mich recht erinnere, irgendwas mit Diamanten. Osmiumbarren mit raffiniertem Obsidiumstaub und den bekommt man aus, genau, Diamantstaub und pulverisiertem Obsidian. Das heißt, wir schnappen uns mal einen Diamanten und stopfen ihn in einen Zerstoßer, wenn ich hier einen bei der Hand hätte. Zerstoßer, sehr gut. Dann nehme ich den daraus erhaltenen Diamantstaub und Obsidianstaub habe ich genug, pulverisiertes Obsidian, und stecke das Ganze in eine metallurgische Infusionsmaschine, genau. Jetzt haben wir hier 80 Diamant und ich glaube, jawohl, 10 werden pro Barren verbraucht. Wird natürlich automatisch in das System ausgegeben. Deswegen tut sich ja sonst nichts. Ah, hoppa, okay. Das heißt, wir sollten hier jetzt raffiniertes Obsidianstaub haben. 8 Osmiumbarren. Oh, warum habe ich so viel? Das Zeug sollte ich wohl auch mal entfernen. Das machen wir gleich. Jedenfalls Osmium-Kompressor, Osmium-Barren und raffinierter Obsidianstaub, das sollte uns. Oh, okay. Wie viele kann ich mit einem Osmium-Barren verarbeiten? 3 Stück. Das ist eine sehr seltsame Anzahl. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Jedenfalls sollte uns jetzt das System automatisch die Teleporter-Rahmen craften. Wir entsorgen kurz die Osmium, das Osmium-Werkzeug. Zack, 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 so. Und wir benötigen noch einen Teleporter selbst. Das heißt, sowas hier. Vielleicht, nein, habe ich natürlich nichts dafür. Ich benötige einen Teleportationskern. Stahlhüllen waren, glaube ich, das andere. 4 Stück. Und
Genau, Kontrollschalt, greifst der Name. Wirst du doch irgendwie sowas war das. Kann er mir das alles craften? Jawohl, er craftet schon brav. Dann benötigen wir das hier, den Rahmen. Wir benötigen... Oh. Habe ich das hier? Genau. Meinen Fluxkompensator brauche ich und... Lade gleich mal meine Sachen wieder auf. Und, jawohl. Ach, komm schon. Bisschen schneller könntest du schon bauen. Sehr gut. Teleporter. Wir haben hier die Frequenz 0000000. Und ja, ich denke, damit sind wir bereit, erstmal aufzubrechen. Ach, nein. Eines fehlt uns noch. Und zwar das hier, Dimensional Anker. Wir machen nicht denselben Fehler wie beim letzten Mal, dass wir dann auf einmal nicht mehr zurück teleportieren können, weil wir keinen Junkloader hingesetzt haben. Wir brauchen einen Junkloader für unseren Teleporter, dass wir uns dann auch zurück teleportieren können. So, oh, seht ihr? Jetzt sind sie wieder normal, meine Turbinen. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum die das letzte Episode durchsichtig waren. Wirklich seltsam. Was wir als erstes machen ist, zack, das hier einstellen, oder? Nein, langweilig. Wir machen etwas anderes. Ihr erinnert, nein, das war das Verkehrte. Ach, Mist, nicht meine ganzen Laufwerke verschlucken. Na gut. Ist eh egal, denn das System läuft ja gerade nicht. Das hier wollte ich natürlich. Was ich natürlich haben möchte, ist... das hier. Wir haben ja ein paar Kopien von unserem Goldie. Und... du hast keinen Sattel. Habe ich Chocobo-Sattel? Jawohl, ich habe einen Chocobo-Sattel. Sehr gut. Oh, der ist ja ungezähmt. Das heißt, ich benötige noch ein paar Güsel Green, um ihn zuerst zu zähmen. So, und Sattel. Perfekt. Die behalte ich, falls er Schaden nimmt. Und... lasst mich noch kurz... verkehrt. Nein, Escape möchte ich nicht das Taste haben. Ich nehme mal diese Taste hier. Lasst mich noch kurz mein Jetpack deaktivieren. So. Damit kann ich mit dem Chocobo fliegen, denn wenn ich das Jetpack anhabe, dann ist das etwas nervig. Nur aus irgendeinem Grund bewege ich mich gerade extrem langsam, kommt mir vor. Habe ich noch irgendetwas an, was mir die Geschwindigkeit verringert? Denn irgendwie sollte ich viel schneller fliegen können. Ich ziehe einfach meine Rüstung aus. Dann sehen wir mal, ob sich was tut. Irgendwie sollte ich eigentlich viel schneller sein. Zumindest. Na, wahrscheinlich ist das nur beim... ja. Oh, Treibsand. Ei, was ist denn Treibsand? Puh. Wahrscheinlich ist das nur beim... wenn ich Springen gedrückt halte, beim Fliegen so langsam. Ja, eindeutig. Goldenes Auge. Probieren wir es aus. Hä? Warum funktionierst du nicht? Jetzt fühle ich mich geärgert. Moment. Okay, probieren wir was. Shift, Rechtsklick und dann normaler Rechtsklick. Nein, funktioniert nicht. Okay. Warum funktionierst du nicht? Eigentlich sollte ich das Ding einfach wie ein Enderauge verwenden können. Vielleicht gefällt es ihm nicht ganz, dass ich es... wo ist meine Basis? Andere Richtung. So. Vielleicht gefällt es ihm nicht ganz, dass ich...
Ganze im ME-System so gemacht habe. Na gut, testen wir etwas. Ich möchte absteigen. Ah, mein ME-System ist schon wieder tot. Das ziehe ich schnell wieder an. Zack. Und zack. So. Vielleicht muss ich es nochmal mit einem Endauge oder sowas probieren. Wäre mir zwar neu, aber was weiß man. Nein. Eigentlich ist das Ende, ist das goldene Auge nämlich ein wiederverwendbares Enderauge, das man eben mit normalen Enderaugen normalen Enderaugen aufladen kann. Na gut, dann machen wir folgendes, dass wir einfach normale Enderaugen verwenden. Schade, dass das nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Aber kann man auch nichts machen. Begeben wir uns hierher auf. Das war die Richtung, die das letzte Enderauge vorher gezeigt hat. Und ja, bestens checken wir hier nochmal. Zack, du funktionierst, jawohl, in diese Richtung. Okay, nein, es ist kaputt geworden. Oh. Aber okay, diese Richtung merken wir uns. Goldi, wir begeben uns in diese Richtung. Während ich hier herumfliege, habe ich ja eigentlich etwas Zeit, über das Let's Play zu reden. Und ich dachte jetzt irgendwie, dass ja die Chunks nicht geladen sind, aber es ist wirklich eine Wand, die hier mitten im Nichts steht. Okay, Minecraft. Alles wird wieder gut. worüber wollte ich jetzt eigentlich reden? Irgendetwas wollte ich euch sagen. Jedenfalls. Oh, ein Zombie am Baum. Hier ist ein guter Punkt, um das nächste zu verwenden. Oh, seht euch das an. Wir müssen in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Interessant, wisst ihr. Ah, ich habe das Jetpack deaktiviert. So. Das war jetzt unerwartet. Wir sind anscheinend mitten über eine Fortress, einen Dungeon geflogen. Ja, was ich eben gerade sagen wollte, ist folgendes. Und zwar habe ich ja bereits vor einigen Folgen erwähnt, dass sich dieses Let's Play langsam dem Ende nähert. Das ist doch immer noch so. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Oh, Mist, komm schon. Jetpack an. So. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier ist es so. Oh, ja, hier war mal so eine kleine Hitze. ist es so, dass Minecraft Forge in 1.7.10 bereits released ist. Das heißt, die Mods beginnen bereits alle sich zu portieren auf die neue Version. Und ich werde vermutlich dann bald ein neues Let's Play auf der neuen Version beginnen. Wann genau steht noch in den Sternen, aber nur, dass ihr ungefähr mal wisst, was mein Plan ist. Und wir müssen eigentlich schon sehr nahe am Nether Fortress sein. Denn es schickt uns immer hier hin und her. Passt. Zack. Verwenden wir hier nochmal. Ja, nach unten. Sehr gut. Okay. Wir müssen hier nach unten. Chocobo, dich hole ich vielleicht hier daneben her. Ich muss sagen, das Netherportal ist jetzt wesentlich näher, als ich erwartet hätte. Ich hätte eigentlich gedacht, was habe ich gerade gesagt? Nether Fortress. nein, der Dungeon ist wesentlich näher, als ich erwartet hätte. Und wir werden sehen. Ob wir Glück haben und ihn gleich finden. Theoretisch müsste er ja irgendwo hier sein. Oi! Jawohl! Wir haben ihn gefunden.
Und ein Skelett mit. Ha, critical. Und ich hätte vielleicht meine Waffen vorher bereitlegen sollen. Einmal das Schwert, einmal dich, einmal hier und wir brauchen Fackeln oder etwas dieser Art. Ha, wir sind im Nether Fortress. Auf geht's zur fröhlichen Suche des Endportals. Warum? Hä? Das ist seltsam. Was? Hier war irgendwas kaputt. Okay. Wie wäre es hier mit... Oh, sehr schön, eine Kiste. Nichts Nützliches. Wie sieht es hier aus? Hier. Ich lege eine Fackel, dass wir wissen, hier waren wir schon. Ich hätte mehr Fackeln mitnehmen sollen. Oh, was ist denn da vorne? Oh, ich dachte schon, hier wäre ein Minenschacht. Nein. Es ist eine Bibliothek. Und eine Kiste. Vergessenheitsriemchen. Okay, brauchen wir leider auch nicht. Ist für Bienen. Ich stecke fest. Weg mit dir. So. Ich sollte schnell in meinen anderen Beutel, wo ist der? Hier ist der. Greifen und mir ein paar Fackeln holen. Wirklich praktisch, so ein System. Hier ist eine Wand, okay. Ich denke mal, dass das Portal nicht hier sein wird. Begeben wir uns weiter nach unten. Noch eine Bibliothek unter der anderen Bibliothek. Okay, ich höre einen Baby-Zombie. Aber ich sehe keinen weiteren Ausgang hier. Nein, hier möchte ich nicht hin. Und tschüss. Das hier sieht doch interessant aus. War ich hier schon? Nein, hier habe ich nicht. Eine Floppy Disk, ein Force-Netz und Eisen- und Pferderüstung. Nein, brauche ich alles nicht. Wir könnten hier nach unten sehen. Wahrscheinlich lande ich dann wieder auf der anderen Seite der Bibliothek, oder? Ich sehe es. Komm her. Ich sehe es. Natürlich sollte hier jetzt ein okay, das ist interessant. Hier sollte eigentlich, genau, ein Silberfischchen-Spawner sein. Bin fort mit dir. Ich mag euch nicht. So. Sehr gut. Kein einziges Endauge drin. Wirklich, wahr? Das ist interessant. Ich habe noch nie erlebt, dass dieser Raum einen Seiteneingang hat. Naja. Hey, wo kommst du her? Bin fort mit dir. Tschüss. Ich dachte, ich hätte hier alles ausgeleuchtet. Ah, vielleicht hier hinten. Oder hier vorne. Oder hier. Was ich jetzt mache, ist folgendes. Hier ist der eigentliche Abgang. Okay. Hey, noch eine Kiste. Das sieht interessant aus. Das nehmen wir mit. Aber was ich jetzt mache, ist erstmal die Türe hier zumachen. Nein! Warum? Wo spawnt ihr? Ihr solltet ja eigentlich nirgendwo spawnen dürfen. Ich verstehe es nicht. Na gut, ich leuchte einfach alles aus. Dann sollte es hoffentlich nicht mehr passieren. So. Was ich jetzt mache, ist, wir reißen diese Wand hier ein. Mehr oder weniger. Silberfischchen. Wow. Ich hab dich genau gehört. Wir reißen diese Wand hier ein, um unseren Teleporter hier zu platzieren. Nein, das war verkehrt. Wo kommst du, blöder Silberfischchen, her? Ich habe hier alles ausgeleuchtet. Du solltest eigentlich nicht mal irgendwo Platz haben zu spawnen. Sonst muss ich halt einfach den Spawner zerstören. Mal sehen. Erstmal unseren Rahmen hier fertig bauen. Ach ja, und den falsch platzierten zurückholen. So. Jetzt müssen wir... Wo war er? Ich hab dich genau gehört. Nein! Oh!
nicht herunterschmeißen. Fieses Ding. Wo war ich nochmal? Ach ja, ich wollte gerade hier den Hintergrund weiß machen, einfach weil ich kann. Und diesen Teleporter hier müssen wir, ihr seht jetzt, links Größe 2, sprich es gibt mehr als zwei Stellen, ja, ist uns klar. Wir machen 100000 als unsere Code, damit wir uns mit dem tragbaren Teleporter einfach herteleportieren können. Und dieses blöde Silberfischchen reicht mir jetzt, du wirst zerstört. Dauert ja ewig. So, du wirst zerstört. Ha, ich habe genug von euch Silberfischchen. Was ich hier aber noch mache, ist... Hier ist es. Zumindest den Strom aufladen. Zup. In der Zwischenzeit, ach ja, hätte ich fast schon wieder vergessen, den Chunkloader, Dimensional Anchor. Mal sehen, wo die Chunkgrenzen sind. Und ich habe natürlich den Teleporter genau auf einen anderen Chunk gebaut, statt hier vorne her. Ich setze den einfach hier hin und fertig. Das funktioniert. Einmal eins. Jetzt ist der Chunk, wo das drin ist, geladen und gut ist. Wenigstens ist hier keine Chunkgrenze. Ich will das Ding ausschalten, bitte. Danke. Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich voll sein. Warten wir noch kurz. So. Und dann können wir wieder nach Hause gehen. Zip. Ah, okay. Ich habe es doch nicht ganz deaktiviert. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder unser System reparieren. Warum auch immer das schon wieder kaputt ist. Zack. Lapishosen benötigen wir auch nicht. Und jetzt machen wir Folgendes. Erstmal hier mein Inventar aufräumen. Zack, 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 zack. Wir sehen nach, was in diesem wunderbaren Sack drin ist. Ein Pinsel. Ein Sattel. Ascherhaufen und Forsmiths. Okay, das war jetzt ja nicht gerade besonders toll. Naja, was soll man machen? Ich glaube, das ist quasi so ein extra Dungeon Loot oder sowas. Dann benötigen wir Enderaugen. Wir haben gesehen... Ach, ist egal, ich crafte einfach gleich 12. Denn der Rahmen war komplett leer. So, das reicht uns. 12 Enderaugen benötigen wir, um den Rahmen vollständig zu füllen. Meine Erfahrung gebe ich kurz wieder ab. Und... Jo. Ach ja. Ha. Ich möchte gern wieder aus dem Ende zurück. Deswegen brauchen wir noch eine... Wie hieß das Ding? Linking Book. Linking Buch. Wo ist Mistcraft? Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch mit Mistcraft vertraut sind, aber für die anderen, die es nicht kennen, man kann damit quasi eigene Dimensionen erschaffen. Und man kann diese wunderbaren Linking Books machen, mit denen man sich zwischen den Dimensionen hin und her teleportieren kann. Inkmixer hieß das Ding. Das hier benötige ich. Einen Inkmixer. Und Ink, sprich, benötigt einen Wassereimer. Nein, das geht doch anders auch. Gibt mehr Glasflaschen. So, die kann man auch direkt mit Wasser füllen. Irgendwo hatte ich ja doch genug Wasser. Jawohl. So, holen wir uns Wasser und kann die für das Craften verwenden. Komm her. So, das sollte mir eigentlich auch eins geben. Perfekt. Der Trick bei diesen Trick und Anführungszeichen, der Haken bei diesen Linking Books ist, dass sie nicht mitkommen. Sprich, wenn man sich wegteleportiert, bleibt das Buch einfach stehen, wo es ist. Daher benötige ich jetzt etwas Papier und ich hätte gerne... Nehmen wir Buchständer oder nehmen wir diese Lectern-Dinger? Ah, Buchständer. Keine Stöcke. Was ist denn das? Blasphemie. So, 2 Stöcke. Das Zeug wird hier platziert. Und zwar muss ich hier jetzt
Tinte hineingeben und Papier. Dann kann ich diese Link-Panels herausnehmen. Das ist immer die Seite eines Mistcraft-Buchs, ganz egal was für eine Art von Buch. Und um ein Linking-Book herzustellen, benötige ich Leder. Und eigentlich kann ich das nicht. Genau. Einfach Leder und so ein Link-Panel ergibt ein Unlinked Linking Book. Jetzt muss ich eine Position und eine Dimension festlegen, wo ich hin will. In diesem Fall möchte ich hierher. Das heißt, man stellt sich so hin, wie man hierher kann, manuell, haltet Shift und Rechtsklick. Oh, und man darf nur eines dabei halten. Jetzt seht ihr, ist das ein Linking Book Oberwelt. Sprich, damit komme ich jetzt in die Oberwelt. Das kommt dann, und hier kommt dann die Gegenstelle her für das Ende. Wenn ich jetzt also im Nether, im Ende oder sonst wo bin, kann ich dieses Buch verwenden, um mich zurück teleportieren. Aber ich kann es, wie ihr seht, nicht hier verwenden, während ich in derselben Dimension bin. Die Buchständer sind nötig, denn wenn man sich teleportiert, fallen die Bücher auf den Boden und bleiben liegen und nehmen Schaden und verschwinden dann. Das wollen wir nicht. Nein. Wir wollen gerne, dass das Ganze hell bleibt. Und sehen wir mal. Jawohl, das funktioniert. Wir fügen die Enderaugen ein. Zack, Enderaugen und hier noch drei. Und tada, das Portal zum Ende steht. Und jetzt bin ich gemein, denn wir sind am Ende angekommen. Und gleich am Anfang der nächsten Episode tauchen wir in das Ende ein. Damit verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal.